Ja, schönen guten Tag an alle Zuhörer. Wolfgang Dendler ist mein Name und im Namen von FX Flat präsentieren wir heute ein Webinar zum Future-Handel, das zur Börseneröffnung. Heiko Behrendt wird, wie sonst üblich, macht er ja so strategische Dinge und auch theoretischen Teil. Da verzichten wir heute drauf. Wir gehen also sofort ins Geschehen. Und bevor wir starten, noch schnell die Risikohinweise, weil es kann ja auch mal zu Live-Trades kommen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Wir sprechen hier keine Handelsempfehlung aus. Und ja, die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Der Lutz fragt noch, welcher Verkehr? Ja gut, Heiko wird es bestimmt gleich erklären. Ich übergebe jetzt die Moderation an den Heiko. Er wird jetzt seinen Bildschirm übertragen und dann kann er vielleicht was dazu sagen, woran es gelegen hat, dass wir verspätet starten. Genau. Viel Spaß. Ich enthalte mich, wie sage ich, nichts ohne meinen Anwalt. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Trading. Ja, alles ein bisschen drunter und drüber, aber so ist es manchmal. Also ich wollte eigentlich mir schön gemütlich die US-Eröffnung heute um 14.30 Uhr angucken, mich da so ein bisschen reinfinden in den Markt, um dann mit euch gemeinsam um 15 Uhr dann direkt hier ins Trading zu starten. Das war mir leider so nicht möglich gewesen. Und wir machen trotzdem ganz kurz die Analyse, damit ihr auch so ein bisschen natürlich auch wisst, worauf ich so ein bisschen achte, was so meine Ideen jetzt gerade sind. Und dann gucken wir mal, ob sich daraus dann entsprechend die Ideen hier jetzt mit der umsetzen lassen, dann mit der neuen Stundenkerze jetzt hier. Werden wir uns gleich mal angucken. Hinweis für alle, die im Future handeln, hier nochmal, man sollte in den US-Futures jetzt auf alle Fälle im Juni-Kontrakt handeln. Den kann man auch ganz einfach umstellen über das Auswahltool der Instrumente. Hier nochmal als Beispiel der März-Kontrakt auf der linken Seite und auf der rechten Seite der Juni-Kontrakt. Und ihr seht jetzt hier schon im März-Kontrakt, ja, es sind nur noch 2, 4 Kontrakte drin und im Juni-Kontrakt dann überall schon über 10, 15 Kontrakte. Und das war heute vorbürstlich gewesen, der Spread hier bei gut einem Punkt und hier bei 0,25 Punkte im Future, was ja so auch so ein Vorteil ist, ja, dass man da sich einen kleineren Spread halt hat. Man hat zwar natürlich Kosten entsprechend im Future, aber inklusive Spread kann man hier halt mit einem sehr kleinen Spread halt arbeiten. Gut, dann wäre man eigentlich, das wäre noch ganz wichtig. Die Abkürzung seht ihr jetzt gleich, wenn der Desk hier aufgeht. Die Abkürzung ist MNQM, ist dann für den Juni 24 und ja. So, dann können wir das hier zumachen. Und dann hole ich mir mal nochmal mein Tool hier runter, was ich sonst immer auch mit aufhabe. So ein bisschen für den Speed, um mir das anzugucken. Und dann schauen wir mal. Und zwar, ja, ich fand gestern den Markt schon relativ schwer zu greifen, weil der Nasdaq, ja, hier sieht man es im Stundenchart eigentlich jetzt relativ gut, in irgendeiner Range halt festhängt. Wir haben hier oben letzte Woche Freitag, ich muss das Tool mal neu starten, sonst macht mich das hier wahnsinnig. Letzte Woche Freitag hatten wir ein neues Allzeithoch gesehen. Das haben wir dann abverkauft, relativ heftig am Freitag, ging es hier nach unten. Am Montag hing der Nasdaq hier unten in einer ganz kleinen Range hier fest. Dann gestern der Versuch, nach unten wegzukommen, eventuell auch aus der Range auszubrechen, das ist nicht gelungen. Der Markt ist dann von der Unterstützung aus jetzt nach oben gelaufen und ich hatte das heute schon in einem anderen Webinar gesagt, die Frage hier ist jetzt genau, jetzt stehen wir hier so ziemlich in der Mitte der Trading Range an den alten Hochs und hier wird jetzt nun genau die Frage sein, kommt der Markt bis da runter und fällt nach unten durch oder prallen wir wieder nach oben ab innerhalb, um dann den Widerstandsbereich hier in dieser Range zu sehen. Also die Frage für mich jetzt genau konkret ist, suche ich jetzt hier einen antizyklischen Long im Sinne der Range. Wir haben sozusagen, hier habe ich eine Linie eingezeichnet, das ist das Tageshoch vom Montag.
Obwohl der Markt jetzt hier nochmal relativ gut draufgedippt ist. Und mal gucken, ob er wie weiter jetzt von da aus runter geht, nach oben geht. Und für mich hier im 1-Minuten-Chart, das ist der 1-Minuten-Chart. Und dahinter machen wir uns den 5-Minuten-Chart an. Da seht ihr, da sind wir jetzt gerade dabei, hier mit der neuen Stundenkerze den Rücksetzer jetzt zu machen mit Beginn der neuen Stunde. Und da wird es jetzt spannend werden, ob wir hier ein Umkehrsignal bekommen. Umkehrsignal wäre jetzt hier schon mal gegeben im 5-Minuten-Chart, dass wir hier jetzt schon steigende Tiefs haben und auch eine Kerze, mal gucken, wie die 5-Minuten-Kerze ändert. Was wir natürlich jetzt nach oben brechen müssten, wäre jetzt hier der Bereich um 18.364. Also die Zahlen werden deutlich abweichen, wenn ihr den CFD habt vom TecDAX oder vom TecDAX, sage ich schon, vom Nasdaq. TecDAX, wie komme ich da drauf? Vom Nasdaq. Ach ja, weil das US Tech heißt. Genau, US Tech, deswegen TecDAX. Das wird halt jetzt spannend werden. Also vor allem, also worauf ich jetzt hier achte, wenn der Markt von diesem im Stundenchart von dieser 18.304 hier abprallt nach oben, möchte ich gerne sehen, dass der Markt halt hier so eine Umkehrstruktur ausbildet. Das heißt, wenn er jetzt hier nochmal runterkommt, dass wir aber höhere Tiefs auch im 1-Minuten-Chart sehen und dann mit der Idee durch den oberen Widerstandsbereich durchzugehen, durch die 18.364, um dann so ein bisschen die erste halbe Stunde nach oben wegzunehmen. Kommt der Markt hier nicht über die 18.364 drüber, dann würde ich mal schauen, ob wir vielleicht, aber ein Short-Signal hätte ich jetzt nicht. Und man müsste davon ausgehen, dass wir dann auch durch die 18.300 hier nach unten durchfallen. Mal gucken, ob sowas kommen kann. Ja. Also mal sehen, wie jetzt der Markt hier reagiert. Also hier oben, das für mich erstmal Widerstand. So. Machen wir das Ganze hier mal rot. Und das hier unten wäre jetzt das Tief erstmal die erste Unterstützung. Wenn die jetzt nicht halten sollte, dann wäre jetzt der Trend dann weiter abwärts dann klar möglich. Was natürlich auffällt in der Verfallswoche immer wieder ist, dass wir auch im 1-Minuten-Chart stark überlappende 5-Minuten- oder 1-Minuten-Kerzen haben. Ihr seht das hier auch mit der Eröffnung. Das liegt daran, dass wir diesen Rollover halt haben. Bedeutet, dass im Future, um jetzt in den Juni-Kontrakt zu kommen und Leute, die positioniert sind im März-Kontrakt, die müssen jetzt aus dem März-Kontrakt raus, den verkaufen und dann den Juni-Kontrakt halt kaufen. Also da, wo wir jetzt schon drin sind, in dem Juni-Kontrakt, und da muss halt, ja, müssen hunderte, tausende Kontrakte halt, die nicht verfallen sollen, halt übertragen werden. Gut, ja. Also nach der Rallye gestern, die auch ganz fies nochmal unter das 13:30 Uhr Tief hier ging, sind wir jetzt ein bisschen abwärts, halten uns, wie gesagt, jetzt hier so ein bisschen an diesem letzten Tief und mal gucken, ob wir jetzt hier in dieses zum Widerstand hin diesen Trade hier reinbekommen. Und mal gucken, wie sich jetzt der Markt hier mit neuer 5-Minuten-Kerze so ein bisschen da aufmacht. Neue 15-Minuten-Kerze, also im 15-Minuten-Chart ist das Framing aktuell klar abwärts gerichtet. Ja, jetzt mal hier an dieser Zwischenzone an der 18.320 gucken, ob da noch was ist. Interessant ist halt Future relativ oft, nicht immer, aber so was hinten auf 20 oder auf 80 endet, findet der Markt nicht immer, aber doch des Öfteren immer ganz interessant. Hab das mal Trading nach 80-20, ist aber halt eher aus dem Future heraus. Im klassischen CFD-Bereich, also im Index an sich, habe ich das irgendwie noch nicht so richtig feststellen können, aber im Future ist auch manchmal so, dass da der Markt halt das sehr genau macht. Im Übrigen gestern das Tagestief, glaube ich, 70 gewesen. Bei 80 hat der Markt wahnsinnig gut konsolidiert und ist dann mal 100 Punkte angestiegen. So, noch mal ein bisschen gucken, was die Einzelwerte machen. Also Apple ist auf alle Fälle stark abwärts, Microsoft so leicht abwärts, Amazon gestern wahnsinnig Rallye gehabt, Tesla auch abwärts. Ja, Einzelwerte relativ unentschlossen.
Gut, ansonsten der DAX heute ja auch so mehr den Ausruhtag nach dem starken Trendtag gehabt. So, ich werde mal kurz gucken. Also ich habe jetzt hier keinen Trade. Wie gesagt, Fokus wäre hier so ein bisschen in Richtung 20 zu gucken. Mal gucken, ob es hier unten bei 20 auch einen größeren Umsatz. In der 21 gab es ja 1073 Kontrakte, Umsatz 300. Aber sonst so richtig groß auf der 20 ist jetzt hier nichts. So. Ja, technisch wäre unter den Tiefs der letzten beiden 5-Minuten-Kerze ein klassischer Short Trade in Richtung der Unterstützung, sind halt Maximum 18 Punkte. Mal schauen, wie sich der Markt hier befreien kann. So, Fragen gab es da noch welche? So. So, mal kurz einen Ton aus, damit ich was trinken kann. So, also bis jetzt versucht man hier den Abpraller dahin zu kriegen. Hat jetzt auf 1-Minuten-Basis noch kein Setup. Mal gucken, wie der sich jetzt hier an dem EMA verhält und an dem Widerstandsbereich. Also Frage ist halt, geht er hier durch den Widerstand durch oder vom Widerstand aus dann runter im Trend dann weiter nach unten, sodass nach einer schwachen Stunde noch eine weitere Stunde schwach dran folgt? So, Platz wäre ja hier oben bis zur 62, also da könnte einiges liegen. So. Apple erholt sich vom gestrigen Tagestief aus. Mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen höher kommen oder nicht. So, Kerzen zuckeln, also im 1-Minuten-Chart zumindest mal hier konstant Richtung des Widerstands. Also ein bisschen bin ich auch durchaus auf Short, wenn ihr jetzt hier so ein bisschen schwächer reinkommen würde. Also wenn der Markt hier wirklich den Widerstand hier nicht brechen kann und wir keine Umkehr sehen, ist das hier oben auch durchaus nochmal Fokus für die Short-Seite.
Jetzt gucken wir mal, wie er hier anzieht auf diese Kerze hin. Dann wäre das durchaus hier sogar der Short Trade. Also sollte jetzt nicht nochmal ins Weiß drehen. Die Kerze und die nächste nochmal ein bisschen höher gehen und dann gucken, ob wir denn. Naja, der war jetzt aber sehr schnell, der Wechsel. Jetzt sind wir ja schon fast wieder unten. Ja, das ist natürlich nervig. Also hätte ich hier gleich auf der 44 klicken müssen. Wenn das hier so leicht so nach oben zieht, das gefällt mir jetzt nicht so. Wenn ich jetzt da unten will, ich nicht klicken. So, jetzt wieder die andere Richtung. Sekunden noch für die 5-Minuten-Kerze jetzt. Mal gucken, ob die jetzt blau wird. Oder ob sie halt jetzt sieht es nach blau aus. Genau oben am Widerstand. Keilt sich das gerade ein bisschen ein dort. So, wir achten mal hier drauf, die 55. Da liegt, glaube ich, ein bisschen eine größere Order. Mal gucken, wie er sich da verhält, wenn er die nimmt. Wenn es da dann nicht drüber geht, also von 55 nur bis zur 62 und dann wieder runterkommt, würde ich dann den Short nehmen. So, einmal ein Short rein. Mal gucken, ob er jetzt runter geht. Wenn er hier runterkommt, ein paar Punkte ins Plus, dann ein paar Punkte ins Plus. Ist jetzt nicht. So, die Kerze muss jetzt auf alle Fälle oder sollte im 1-Minuten-Chart unten durchdrücken, ansonsten würde ich hier nochmal rausgehen. Also ich brauche jetzt den Druck durch im 1-Minuten-Chart, dass die Kerze halt runterläuft an die 29 und da dann zu entscheiden, gehe ich plus minus 0 halt raus. Oder kriege ich den Durchbruch nach unten? Also richtig gefällt es mir nicht. So, jetzt mal gucken. Also da müsste jetzt drunter in diese Lunte hier rein von der 1-Minuten-Kerze, dann wäre es okay. Na. Ich bin wieder raus. Das ist mir nicht passend.
Das ist mir nicht passend für die 5 Minuten Kerze. Jetzt waren jetzt 3 € Verlust. 4 $. Also dann gucke ich lieber nochmal hier oben an der 52. Falls da nochmal der Markt von dort aus runterkommt, würde ich da nochmal vielleicht etwas höher einsteigen. Klar, die 5 Minuten Kerze kann am Ende dann um halb dann auch unten schließen. Also die Gefahr ist halt einfach, dass, das ist ja keine Gefahr, aber man sieht jetzt, wenn ich jetzt hier nur den 5-Minuten-Chart anmachen würde, dann sieht man ja dahinter, dass der Markt halt immer leicht steigt, aber hier oben immer noch gegen den EMA halt läuft und da möchte ich halt schon die Auflösung dann auf der Unterseite sehen. 1, 2, 3, 4. Und die Gefahr besteht halt, dass wenn sich da sowas dann so aufstaut, dass dann doch mal es eine Kerze gibt, die plötzlich hier so hoch geht und dann vielleicht erst wieder runter. Und da wollte ich jetzt nicht drinnen sitzen. Also da, also auch wenn ich jetzt länger drin geblieben wäre, der Markt eiert ja bis jetzt hier um diesen Entry oder um diesen möglichen oder den Entry, den ich hatte, ja hier drumherum. So, jetzt mal gucken, ob was der Markt jetzt macht, wenn es hier nochmal nach oben geht. Also weiterhin steigende Tiefs im 5-Minuten-Chart dann und damit dann auch die Möglichkeit, dass der Breakout hier nach oben kommt. So. Der EMA ist eingestellt. 30 ist der blaue und 100 der rote. So, also bis jetzt der EMA hier nochmal ganz gut. So, jetzt waren wir an der 50 dran. So, gleich ist die 5-Minuten-Kerze fertig. Arg eingekeilt hier. Also seit 6, 7 Minuten jetzt hier seitwärts zwischen 40 und 50. So, jetzt haben wir die 50 geknackt. Mal gucken an der, was sind denn 54, 55. So, zieht sich hier weiter. Kerze für Kerze. Also für die, die aktuell short sind, also wie auch ich kurz war, stellen jetzt ja fest, dass der Markt halt immer weniger nach unten kommt. Also von hier aus ging es einmal relativ heftig runter, dann nochmal ein paar 20 Punkte runter oder so, dann immer weniger, 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 weniger. Theoretisch wäre es halt, wenn da die Shorts dann mal aufgeben, sollte eigentlich der kurze Breakout auf der Oberseite eigentlich möglich sein. So, das ist dann halt jetzt so Geschmackssache, ob man sich genau an so einem Ausbruchslevel halt dran stellt. Ja, ich hatte jetzt der Tage auch gehabt, dass ich so einen Ausbruch handeln wollte. Letzte Woche, Dienstag war das gewesen, da wollte ich jetzt so einen Ausbruch dadurch handeln und da ist der Markt halt, keine Ahnung, 3 Stunden, hat das nicht geschafft, dieses Level rauszunehmen. Und dann ist man natürlich am Ausbruch long, wenn der Ausbruch nicht kommt, halt immer am höchsten positioniert. So, also bis 64 hätte er Credit bis an den roten EMA und dann, das wäre so der Ausbruch. Also es wären hier 10 Punkte. Und wenn es richtig schnell durchläuft, dann könnte auch ein bisschen mehr gehen. Aber jetzt mal gucken, ob wir den Ausbruch hier hinschieben.
hinlegen kann. Müsste jetzt mal hier irgendeine Inselaktie Attacke machen. So, was man hier auch sieht, also die Tiefs sind auch leicht steigend im M1. Also wenn man jetzt hier Short geht, dann muss man darauf setzen, dass man hier eine so eine lange Kerze erwischt. Also diese eine lange 1-Minuten-Kerze, die müsste hier plötzlich dann so drankommen. Dann wäre es okay oder hier so. Ja, dadurch, dass es hier steigend ist, ja, wird es dann halt schon schwierig. Ja. Also von daher mal gucken. Man sieht jetzt hier auch jede 1-Minuten-Kerze etwas höher. Also vielleicht nehme ich dann den Ausbruch dann. Mal gucken. So, für das Reversal wäre es halt so Ausbruch durch die 62, 63, dann Rücksetzer auf die 50. Na, das wäre dann schon ganz passend. So, jetzt haben wir hier den Ausbruch. Mal gucken. Also ganz gut, dass ich den Short an sich beendet habe. So, jetzt muss natürlich an diesen Ausbruch was rankommen. 15 Minuten Chart, wenn wir dort schließen um 45 da oben, dann hätten wir sogar den Ausbruch geschafft. Wenn es jetzt nur so ein einmaliges Event wäre, dann müsste man schauen, ob man hier dann gleich nochmal den eher versucht, genau an der oberen Range-Kante vielleicht sogar den Short zu nehmen. Mal gucken, was jetzt hier passiert, die nächsten 2, 3 Minuten. Ja, genau, der Helga sagt Türkis. Das ist eigentlich Flieder, was hat er gesagt? Flieder und Altrosa ist es, um genau zu sein. Oder irgend sowas. So, also jetzt einmal hier am Widerstand dran. Von unten kommen so ein paar Orders rein. Ich würde, also ich habe jetzt hier den Short Trade mal genommen an dieser in die Zone rein. Mal gucken, ob man den hier runter. Also wenn der sollte jetzt hier unter der 50 bleiben und dann wäre das Ziel, das Tief der 5-Minuten-Kerze eventuell dieses Thema oben antäuschen, unten raus. Wäre jetzt natürlich ideal, wenn er jetzt die 1 Minuten, die lange 1-Minuten-Kerze hier verkaufen würde. Also das ist ein klassischer jetzt Range Trade und ja, das wäre jetzt das Szenario oben antäuschen, unten raus. Jetzt können wir hier mal den Stop Loss. Also ich will jetzt auf alle Fälle nicht, dass die 1-Minuten-Kerze wieder weiß wird. Ja, wenn nicht, dann holt es mich halt raus. Naja, gut. Ja. Also hoffentlich ist jetzt nicht bis zum Ausgang der 1 Minute gelaufen, also knapp darüber und gibt es auch immer mal wieder und dann schließt er am Ende, ich meine, 30 Sekunden sind im Nasdaq halt richtig lang. Ja, und dann schließt er halt doch. Also wäre schön gewesen hier dem Markt, also ich hätte gerne den Trade hier unterhalb des Tiefs gerne beendet. Mal gucken, ob ich jetzt zu schnell war mit Nachziehen. Und hätte abwarten müssen, bis die 1 Minute fertig ist. Ja, manchmal ist es so. Ja, sieht jetzt ganz danach aus. Also wäre es doch cleverer gewesen, die Minute zu warten und jetzt erst, also in den letzten 10 Sekunden oder so, dann den Stop-Loss. Jetzt können wir ja mal gucken. Also der Stop-Loss wäre jetzt hier noch höher auf der 52. Also es wäre dann nur ein Stop von 2, 3 Punkte. Ja, waren jetzt nur auch nur 10 Euro. Von 2, 3 Punkte und mal gucken, ob der jetzt durchgeht. Ja, vom Szenario ist jetzt eigentlich das ganz gut gelaufen. Die Kerze prinzipiell hier war zu schnell gewesen und ja. So, jetzt sind wir genau an der Linie dran. Also spätestens hier würde ich jetzt, also hätte ich den Trade auf alle Fälle auch beendet mit 20 Punkten, wäre natürlich besser gewesen.
Gut, da ich nur eine Position hatte, könnte ich jetzt keinen Teilverkauf hier machen. Da hätte ich zwei nehmen müssen, dass ich einen am Tief beende und den Rest gucken, ob diese Trendlinie bricht. Wenn sie bricht, könnte man nämlich bis zum Tief kommen und dann wäre man im Short halt drin. Ja. Ja, so. Gut, also was war hier hinter jetzt gerade bei dem Trade? Wie gesagt, war jetzt nicht ganz so gut beim Exit und müh zu schnell. Aber es ist manchmal so bei der Vola. Manchmal ist es echt gut, dass man so schnell ist. Sieht er jetzt hier, wie schnell der Markt hier die 20 Punkte wieder hochgefeuert hat von der Trendlinie. Also man merkt richtig, wie technisch der Markt das hier handelt und das mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Also unten so ziemlich genau die Trendlinie erreicht, direkt 20 Punkte hoch, von oben 20 Punkte runter. Also das alles innerhalb von 4 Minuten. Ist ja nur eine 5-Minuten-Kerze, die jetzt hier gerade läuft. Und wir sehen jetzt hier auch, wenn man so will, dass man hier, wenn die Kerze jetzt im 5-Minuten-Chart nach oben schließt, dann hätten wir die Tiefs dieser letzten beiden 5-Minuten-Kerzen rausgenommen und würden jetzt dann daraufhin wieder steigen. Also sehr, sehr viel hin und her, gerade im Markt. Sehr schnell, sehr erratisch teilweise. Aber okay, das, was ich jetzt hier gehandelt habe von der Systematik her, wenn es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausgeschossen wäre, wäre vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen. Und zwar dahinter steht dieser Verlauf hier. Wir hatten jetzt hier den Widerstandsbereich. Darunter ist der Markt, hat denn hier sozusagen diese Trading Range ausgebildet. Und was wir jetzt hier gemacht haben oder was ich gemacht habe, ist, nach dem Ausbruch nach oben kommt der Markt wieder zurück und ich habe dann hier an diesem Widerstand genau oder leicht darüber sogar den Short aufgemacht mit dem Ziel, dass der Markt halt bis darunter läuft und im besten Falle läuft er halt komplett nach unten durch oder macht sogar einen Trend nach diesem. Das kennt man vielleicht auch, dass so eine Fehlauflösung und genau das ist das, was ich hier versucht habe gerade. Ja, also jetzt das Ganze hier nochmal nachgezeichnet auf die Schnelle. Ja, das ist hier der Widerstandsbereich gewesen. Ja, der Markt fällt hier durch, kommt da dran, macht nochmal tiefer und dann baut sich das hier so nach oben hin auf. Der Ausbruch und ich bin sozusagen dann hier genau dort rein. Ziel wäre halt gewesen bis dahin. Das wäre so das Top-Ziel und das nächste Ziel dann eventuell nach unten durch. Ja, so. Jetzt nimmt der Markt hier wieder Fahrt auf in Richtung dieser Trendlinie. Das Problem ist halt gerade, dass wir hier einige Werte haben, die in Reversal versuchen, wie Microsoft, die vom Tief aus hier steigend sind. So, machen wir es mal. Also wir haben gerade die Microsoft, die hier genauso wie sich der Nasdaq hier nach oben schwingt als schwerster Wert. Die Apple-Aktie liegt halt am Tief von gestern halt fest. Wenn die natürlich nach oben geht, plus die Microsoft, dann wäre das natürlich schon durchaus ein Indiz dafür, dass wir hier dann auch später den Ausbruch auf der Oberseite sehen. Interessant wird es werden, falls die Apple-Aktie weiter fällt und die Microsoft dann auch diesen Kanal verlassen würde auf der Unterseite. Ja, hier haben wir dann noch die Tesla-Aktie, die hier aber auch konstant abwärts ist. Also die ist eher abwärts. Ja, die liegt ja auch auf der Seite. Nvidia von gestern eine starke Rallye gesehen und Amazon auch am Tageshoch von gestern seitwärts. Also von daher ziemlich uneinheitliches Bild von den Einzelwerten. Und naja, das sieht man jetzt am Ende auch hier da drinnen, dass halt schlussendlich der Markt halt hier seitwärts rumeiert. Ja. Gut. Der Günther schreibt, Nasdaq vermute neue Tiefs im 3-Minuten-Chart. Und 3 Minuten habe ich jetzt gar nicht an, aber wir können ja auch hier nochmal ich mache mal hier in den 5-Minuten-Chart reinschalten. Hier im 5-Minuten-Chart, halt, mach doch 5 Minuten. Ohne das Tool und ohne das. Naja, im 5-Minuten-Chart wäre es halt, würde ich sogar für abwärts, wäre ich sogar, wenn der Markt im 5-Minuten-Chart wäre jetzt hier der Widerstand der Bereich hier. Also wenn da der Nasdaq nicht drüber kommt, da würde ich sogar das so ausdehnen. Das wäre jetzt das Hoch, die Außenkerze im 5-Minuten-Chart hier. So, jetzt hat es ja irgendwie, mein Nasdaq bewegt sich gerade nicht weiter.
Da muss man manchmal hier das so an und aus machen. So, also da würde ich vielleicht sagen, okay, das geht noch. Ansonsten weiß ich nicht, dann wird es dann schon eng, weil da hätten wir schon auch einiges an Erholung. Also theoretisch, wenn wir jetzt die Chart- oder Markttechnik zugrunde liegt, dann wäre durchaus sogar eine Erholung bis hier oben in diesem Preisbereich möglich. Also wenn der Markt, ihr kennt das ja auch vom Dirk, oder hier hat der Markt das ja auch ganz gut gemacht, aber ich zeige das nochmal, bevor ich das ausführe, das Ganze. So, ne, ihr kennt das ja auch vom Dirk und das ist auch so meine Sichtweise. Widerstand wird Unterstützung. Das heißt, wir haben eine Unterstützung. Der Markt fällt hier durch, wird zum Widerstand, richtig gut gelaufen. Der Markt fällt hier nach unten durch, kommt jetzt hier nach oben, hat hier einen internen Widerstandsbereich, ne, und wenn der halt hält, dann sollte es runtergehen. Ziehen Sie das nach oben rein. Charttechnisch wäre hier Luft bis da hoch in diesen Bereich hinein, um dann erst wieder zu fallen. Also da weiß ich jetzt nicht, so, ob der Markt da so jetzt runterzieht. Jetzt haben wir hier den Widerstandsbereich gebrochen. Wie gesagt, von unten aus kamen bis jetzt ja immer wieder Käufer rein. Jetzt fliegen wahrscheinlich doch die letzten Shorts hier. Jetzt müsste man halt gucken, nachdem der Markt jetzt hier oben auch relativ hohen Umsatz hat. Wir gucken auch nochmal auf die 80. Ja, also wenn die Kerze wieder einsackt, das wäre sogar noch mal ein letzter Short für mich. Ansonsten, ja, ist es jetzt hier so, dass hier die Aktie weiter nach oben gehen kann, als das Reversal jetzt macht, Microsoft. Und wie gesagt, wenn jetzt irgendwelche Einzelaktien, die halt abwärts sind, auch noch einen Rücksetzer machen, dann führt das meistens dazu, dass wir auch Ausbrüche dann auf der Oberseite sehen. So, genau. Also wie gesagt, das ist aber jetzt nur meine analytische Sichtweise. Da kann ja jeder seine haben. Und ich meine, am Ende kann man ja sagen, ich denke, der Markt geht weiter runter. Jetzt ist ja die Frage, bekomme ich ein Signal, bekomme ich ein Setup dafür? Ja, und wenn ich das habe, dann ist ja auch okay. Gut, wir sind jetzt hier in so ein Cluster reingelaufen, nämlich um meine 80 drumherum. Mal sehen, wenn die 80, wenn es so passt, mit dem Hoch bei der 80. Hier seht ihr auf der 80 rechts, ganz rechts mal reingucken, 104 Kontrakte. Wie gesagt, funktioniert nicht immer ab und zu. 10 Punkte sollte man schon so ein bisschen Spielraum da haben, aber kann immer mal ein guter Abpraller sein. Ja, also von 80 wäre dann theoretisch runter zur 20, das sind 60 Punkte. Wenn es durchläuft, von der 80 wieder zur 20, sind halt 40 Punkte. Und es gibt irgendein System, was halt, ich weiß nicht, wie es das handelt. Ich habe jetzt. Aber es funktioniert schon relativ gut. Ihr könnt euch ja mal im Future, wenn ihr wollt, und bei 80, 20 so ein paar Preisbereiche reinlegen. Also jetzt wäre hier, na, hier, das wäre hier unten die 20. Ja, gut, da ist er jetzt hier einmal durchgelaufen, aber danach hat er die 20 ganz gut gehalten. Und jetzt guckt man hier mal auf die 80. Also wenn jetzt die 80, jetzt passt das wieder. Also 10 Punkte Stop. Also manchmal ist auch so, da nehme ich halt wirklich dann die Marke her für einen Exit oder auch manchmal für einen Entry. So 10 Punkte habe ich meistens ja oder 20 Punkte habe ich sowieso Stop. Ja, und da kann man mal drauf schauen. Also nicht immer, wie gesagt, hält der Markt dort, aber gibt schon mal ganz interessante, ab und zu ganz interessante Bereiche. Also gestern auch hier das Tagestief gestern hier, da unten ist die. Zeige ich dir mal hier drüben das ein, die 80. Ja. Also die 80 da unten wäre gestern nicht so verkehrt gewesen. Wie gesagt, ist aber auch zufällig oder kann auch zufällig sein, wie auch immer. Ja. Gut. Okay, das hätte jetzt auch noch passen, wenn der Markt jetzt wieder zurückkommt als Fehlausbruch auf der Oberseite, wie ich das vorhin erklärt habe. Wäre dann sozusagen doppelt, aber jetzt baut sich halt hier auch schon eine Trendstruktur halt aus. Und da würde ich jetzt hier auch gucken, ob ich vielleicht doch, also den aggressiven Short, glaube ich, hätte ich jetzt hier oben machen müssen. Hier jetzt ein Short einzusteigen an der möglichen Unterstützung, weiß ich nicht, weil wir haben jetzt so von unten aus gesehen, doch schon eine gute Trendstruktur. Also wir haben hier das Hoch, ein Tief, ein höheres Hoch, das Tief, Hoch. Und wenn es halt sauber läuft, dann reicht das hier aus. Dieser Bereich oder dieser Bereich rückzutesten und von dort aus zu steigen. Das reicht dann auf alle Fälle aus.
Ja, also wenn das jetzt nach unten auflöst, dann müsste man wirklich davon ausgehen, dass das hier oben der Fehlausbruch war bis dahin und jetzt wieder ab in die Bewegung. Aber dann müsste es auch schnell gehen. Also dann dürfte der Markt eigentlich hier nicht nochmal rumzuckeln. Also ich möchte den Short, wenn dann ganz oben oder, also was jetzt für mich gedacht oben wäre, oder man müsste jetzt hier da unten der tiefe Short, ja, das sind jetzt schon auch 26 Punkte. Also ich gucke eigentlich, dass ich immer nicht mehr als 20 Punkte Stop habe. Müssen wir mal gucken, ob man das denn da hinkriegt. So, da holen wir uns mal nochmal hier den 5-Minuten-Chart drüber. Oh, hier ist sogar Box-Setup gewesen. Ja, gut, das wäre jetzt natürlich sogar noch ein Setup, das hätte ich sogar handeln können. Muss jetzt hier rein technisch stehen, das Box-Setup handeln. Ah. Also Box-Setup wäre technisch der Short hier auf der 67. Ziel wäre hier das Tief und SL da drüber. Mal gucken, ob ich es verpasst habe. Also wenn er jetzt bis runter zur 20 läuft, dann wäre zumindest mal gegeben, dass 80-20 funktioniert hätte. Aber gut gemacht wieder. Ein Ausbruch. Das hat man der Tag jetzt schon öfters gesehen, auch im 5-Minuten-Chart. Ja. Also, wenn ich jetzt hier drin gewesen wäre, dann wäre ich jetzt der Stop auf alle Fälle auf 2, 3 Punkte. Also da will ich auch nicht, dass der Markt wieder so hoch kommt. Und das Ziel am Ende der 5-Minuten-Kerze um 15:50 Uhr wäre hier bis hier runter oder mit der neuen 5-Minuten-Kerze, also bis in das Tief hier hinein an die 42. Na gut, verschnattert. So. Ja, wie gesagt, im US-Tech, da habe ich mit der 80-20, da liegen die Marken ja woanders. So, also jetzt hier im, manchmal sind sie auch gleich, es kommt immer drauf an. Ja, wir sind ja hier bei 18.357. Ja, und also der US-Tech ist 200 und 100, ja, 150 Punkte tiefer, also. Es kommt natürlich dann vor, dass halt die Marken sich dann auch, sich genau bei 100 Punkte Unterschied, ja, dann ist auch 80-20 passt dann natürlich dann auch, plus halt 100 Punkte tiefer. Also wenn im Future die 80 erreicht werden, werden halt auch in dem Dings auch die 80 erreicht. So, also mein Short wäre jetzt wahrscheinlich gleich draußen, wenn die nächste Kerze jetzt nicht durch das Tief geht. Wow. So. Also 80. Wie weit ist er drüber gelaufen? 4 Punkte. Wäre minimal. Also ich habe auch meine Zeit, da habe ich da Limits reingelegt an der 80 und an der 20, wo das wirklich relativ exakt funktioniert hat. Wäre hier mit einer Limit Pullback vielleicht sogar Mühe. Nee, es ging erst hier von erst in der Minute runter. Wir haben nicht besser reingekommen mit der Limit Pullback. So, ich bin jetzt nur am Überlegen, ob das halt jetzt wirklich das oben raus war und der Markt jetzt nach unten auflöst oder ob er sich von hier aus jetzt wieder erholt. Da bin ich gerade am Grübeln. Was sagt ihr? Erholt er sich oder fällt er unten durch? So, ich muss noch einen kurzen Schluck trinken. Was mir halt für die Bewegung noch fehlt und da das, worauf man ja denn gesetzt hätte, wäre, dass der Markt dann halt über mehrere 5-Minuten-Kerzen oder auch 1-Minuten-Kerzen mal so ein paar am Stück nach unten fällt. Was jetzt hier ganz passend ist, wo ich so ein bisschen den Blick drauf hätte, wäre, müsste hier passen, hier diese Außenkerze, 3 Minuten seitwärts und jetzt kommt der Dip runter. War ich wieder zu langsam, also das geht ja echt sau schnell hier. Jetzt sind wir wieder an der Trendlinie dran. Ja, da muss man. Genau in der Sekunde, wo man es denkt, muss man klicken wahrscheinlich gerade. So, jetzt sind wir wieder dran an der Trendlinie. Also ich möchte ja eigentlich möchte ich ja jetzt mittlerweile den Bruch auf der Unterseite gern sehen. Also von hier oben, von hier aus nochmal wieder hoch, ein neues Hoch. So, mal gucken, ob. So, Stundenkerzen, ja. Wir haben jetzt noch 8 Minuten bis zur Stundenkerze.
Also der Abpraller hier war ja bis jetzt ganz gut gewesen, ging ja auch nach oben. Wenn jetzt aber in den letzten 8 Minuten der Markt halt hier nach unten fällt, wieder ans Tief der Stunde, dann war es halt einfach nur noch eine weitere Stunde abwärts. Jetzt bin ich aber an der Stelle dort rein. Das ist ja, das wäre. Also hier müsste ich auf das Event einfach setzen, dass jetzt die Auflösung kommt, der Markt eher 17 Punkte runterfällt, als dass er nochmal 30 Punkte steigt. Tja. Ich habe heute noch keinen wirklich Plus auf der Uhr. Da weiß nicht. Also wenn man ein Plus auf der Uhr hat und manchmal ist es halt so, wenn das Risiko dann doch nicht bezahlt wird, dann kostet es halt nur was. Und wenn man doch manchmal einen richtigen Riecher halt hat, dann wird das höhere Risiko auch bezahlt. Jetzt ist aber so, ich habe heute noch keinen Trade gemacht, bis auf die zwei, die ihr jetzt gerade hier gesehen habt. Also die 80 wäre auf alle Fälle ein Top-Entry gewesen. Und auch hier in dem Bereich an der 67 wäre nochmal ganz gut gewesen. Oder hier durch an der 52, als ich sagte, was mir jetzt gefällt, ist die Konsolidierung innerhalb der Außenkerzen, so 2, 3 Minuten. So, und jetzt kommt hier, sieht so aus, als wenn die Auflösung jetzt nach unten kommt, Richtung Stundenende. Also wenn es der Markt schnell macht, dann könnte es auch Richtung Stundenende die letzten 7 Minuten auch bis ans Tief laufen. Mal gucken, ob das jetzt kommt. Also diese Auflösung nach unten, die hätte ich ja halt schon gerne hier mal gesehen, also da an der Stelle oder auch hier. Ja, wenn es da durchgegangen wäre. Und jetzt haben wir aber das erste Mal diese Aufwärtstrendlinie gebrochen. Mal gucken, ob jetzt die Auflösung hier nach unten durchkommt. Ja, ich kann jetzt auch, ich hüpfe, also hier würde ich wirklich nur reinhüpfen aufgrund dessen, dass der Markt halt direkt durchfällt, ohne dass er halt vorher nochmal anzieht. So bei der Schnelligkeit der Kerzen oder bei der Wohler der Kerzen ist. Ja, ich weiß, ich will jetzt auch nicht 100 Dollar oder 50 Punkte Risiko haben mit einem Kontrakt. Das ist mir einfach nicht wert. Gut. Naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Also ich hüpfe jetzt hier nicht rein. Auf alle Fälle nicht vor Publikum, da reiße ich mich am Riemen. Ja, das ist. Da weiß was nicht. Ein bisschen ärgerlich war hier dass hier der Gedanke, den ich aussprechen wollte, bevor ich klicke, dass das hier zu schnell ging. Ja, das hat leider, das ging zu schnell. Aber das wäre durchaus ein Klick für mich dann nochmal fast wert gewesen. Ne? Also dieses Schauen auf die Außenkerzen, hier diese Struktur, weil wir ja wieder zurück in dieser Range waren. Und hier war ja kurz die Überlegung, na, kommt der Markt hier von hier aus, eiert er wieder hoch? Das war ja die Idee, falls der Trend hier intakt bleibt, dass der Markt da hoch eiert. Und dann schafft er halt nicht dieses Hoch dieser Kerze und. Da hätte ich mich spekulativ vielleicht sogar hier mit reingehauen. Das wäre, wie gesagt, das war so die Idee. Und ja. Also kann natürlich auch halt auch nach hinten losgehen können, aber man muss ja irgendwie eine Entscheidung mal treffen. Ja, und hier, wie gesagt, das ist jetzt ein Reinspringen auf das Event. Also es wäre von 80 zu 20 gelaufen, 60 Punkte. Mit Stop-Loss über das Preix-Tool wäre man zumindest hätte man die 60 Punkte eingetütet. Hat der Algo 80-20 ganz gut geklappt. Ja, wir sehen es auch hier um die 20 drumherum. Ja gut, hier drüber sind auch 100er Blöcke. Ja, so extrem tut sich jetzt nicht klumpen, aber ja, ist immer mal wieder was. So, jetzt gucken wir mal, ob er hier zum Ende der Stunde nach unten auflöst. Also sah am Anfang der Stunde ja ganz gut aus, dass der Abpraller sich umwandelt. Schlussendlich ging es halt von dem Abpraller aus ja trotzdem 60 Punkte im Maximum nach oben. Und jetzt sind wir gleich am Stundentief hier angekommen. Mal gucken, was der Markt da hier noch fabriziert. Ich tue das hier mal highlighten. Das sind jetzt immer so 25 Kontrakte.
Ast und Bitte. Da sieht man mal die größeren Kontrakte jetzt nur gehighlightet. Und der Markt holt sich eigentlich immer, rennt eigentlich immer dahin, wo die größeren Kontrakte sind und versucht da seine Fills zu bekommen. Ja, hier oben. Sorry, 38 auf der 30, sowas. Ja, manchmal ist dann halt so, dass das dann genau, wenn die dann durch sind, sind das dann die Hochpunkte und von dort aus geht es dann wieder runter. Aber solange jetzt oben mehr ist als unten, also unten gar keine solche erscheinen, ist meistens so, da zieht es den Markt dann dahin, wo, ja, wo auch die Liquidität ist, wenn man so will. Wenn hier unten die 28 oder 33, die sind heute immer schon mal sichtbar gewesen. Na gut, so, was wird's nun am Ende? Also wir gucken uns auf alle Fälle noch den Start der neuen Stunde an, war ja auch ein bisschen später da. Dann war nochmal eine Frage, ob ich nochmal das Box-Setup erklären kann. Ja, weil es war ja jetzt hier ein ganz gutes Beispiel. Da kann man das nochmal erklären. So. Also am Ende ist das hier schon ein fast perfektes Beispiel gewesen für so ein Box-Setup. So, damit mal Beispiel, ich tue das hier mal kurz anhalten, damit man halt Beispiel und Erklärung nebeneinander haben. Mache ich das hier mal weiß. So. Gut, also beim Box-Setup brauchen wir als erstes eine Box. Das heißt, eine Kerze, die nicht wirklich einen langen Docht und eine lange Lunte hat. Ja, das hat die Kerze hier erfüllt, kann man sagen. Ja, also das passt hier. Kleine Lunte, kleiner Docht. Und dann ist es wichtig, dann kommt es darauf an, dass die erste, dann kommt die neue 5-Minuten-Kerze. Und da ist dann als Entscheidung erstmal die erste 1-Minuten-Kerze ist wichtig. Die erste 1-Minuten-Kerze, zeichne jetzt hier mal in Schwarz, sollte im besten Falle so aussehen. Das Hoch rausnehmen und im besten Falle unter dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze schließen. Schauen wir uns die Kerze hier an. Was hat die erste Minute gemacht? Sie hat das Hoch rausgenommen und innerhalb der 5-Minuten-Kerze davor geschlossen. Dann ist als nächstes darunter der Trigger zu legen. Also hier wäre der Short Entry. Und das wäre das Target. So. Stop Loss darüber. So, das Problem jetzt hier ist, dass die Kerze relativ lang ist. Das heißt, hier ist der Short Trigger. Der wäre, normalerweise sollte der eigentlich, am besten wird er in der nächsten Minute getriggert. Jetzt ist halt das Problem hier so ein bisschen ganz minimal, dass hier zu dem Tief sind es irgendwie 20 Punkte und über dem Hoch, also du siehst, man sieht das hier, ja, der Stop Loss und der Take Profit sind ja 1 zu 1. Ja. Kann natürlich auch manchmal sein, dass die erste Minute so weit runterhaut, dass dann der Stop Loss halt eigentlich nicht mehr passend ist zum Ziel. Und da würde ich dann auch den Trade dann halt nicht mehr wirklich eingehen. So, im besten Falle läuft dann die nächsten Minuten so nach unten der Markt. Minute 2, Minute 3, mehr aus Minute 4, so ein bisschen so eine Kerze, Minute 5 dann so. Machen wir es mal so. So, die 5-Minuten-Kerze, die dann dahinter, wie sieht die 5-Minuten-Kerze dann aus? Das wäre hier die Eröffnung gewesen der 5-Minuten-Kerze, der Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze. Ja, und das der Docht und die Lunte. So. Also am Ende ist es nichts anderes als so ein Engulfing-Pattern. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Markt halt nicht mit der Ende der 5-Minuten-Kerze geschafft hat. Wenn man halt nicht ausgestoppt wird, dann würde man halt ja trotzdem mit der nächsten 5-Minuten-Kerze dann gucken, dass man dann da reinkommt. Worauf man halt aufpassen muss, ist, was halt auch gibt, ist, dass der Markt vielleicht so eine rote Kerze halt hinstellt, die dann auch wieder eine Box ist. Das kommt auch ab und zu vor. Und dann kann es halt sein, dass die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze so geht. Ja, dass die erste Minute so geht. Und dann hätten wir das Problem, dass dann ein Box-Setup gegen ein Box-Setup ist. Und da müsste man dann hier aussteigen, dann Stop-Loss ziehen.
Um das hier einzustellen, dieses 1 und 5 Minuten, müsst ihr den X-Frame-Indikator installieren. Und den findet ihr, wenn ihr den nicht habt, schon müsst ihr hier nochmal den Installationsmanager bemühen. Und dann geht ihr hier auf da X-Frame und dann seht ihr hier von Heiko Behrendt. Und da könnt ihr euch dieses Tool, das ist kostenfrei, das Tool, installiert das Ganze und dann findet ihr das im Navigator, Ansicht, Navigator, findet ihr das Ganze, oder? Mysterio Trader, warum ist denn hier jetzt alles aufgegangen? Unter Indikatoren. So. Ja, hier unten. X-Frame. Indikator. Man kann natürlich auch andere Zeitebenen wählen. Man kann natürlich auch andere Zeitebenen wählen. Ja. Geht auch. So, das wäre jetzt hier wieder so ein klassischer Retest von so einer Aufwärtstrendlinie. Manchmal funktioniert es ja auch, dass der Markt dann nur bis dahin läuft und wieder rückwärts. Jo, danke, gerne gemacht. Dafür bin ich doch da. Dafür bin ich doch da, natürlich auch fürs Trading. Also, 80-20 hat funktioniert. Ich glaube, so, vielleicht könnte ich mich, ärgere ich mich nachher, ich weiß es nicht. Ja, dass der Markt zumindest die 20 erreicht oder vielleicht das Tief der Kerze der Stunde wäre durchaus möglich gewesen. Ich wäre hier unten sicherlich irgendwie ein paar Punkte ins Plus gekommen, aber da hätte ich reinspringen müssen auf Verdacht. Also Variante 1 wäre gewesen, den Short wirklich hier oben zu nehmen, plus bis ich euch das erklärt hatte mit der 80-20, dass das mal so ist. Ja, dann das Box-Setup, da habe ich gezögert. Das heißt, hier hätte ich den auf der 67 machen müssen. Das wäre eigentlich der Track gewesen, so auf der 67. Aber wahrscheinlich wäre ich hier rausgeflogen, ja, mit der neuen 5-Minuten-Kerze. Genau. Ja, und das wäre hier auch nochmal ein Entry gewesen. Aber der ging ja so schnell, wenn man sich das im Video nochmal anguckt, wie schnell der Markt von hier aus runtergefallen ist. Also da hatte ich gerade den Gedanken ja gefasst, dass der Markt hier nicht 3 Minuten konsolidiert hat und vielleicht jetzt diese Tendenz fortsetzt, um dann auf die Trendlinie aufzusetzen. Aber ja, kaum hatte ich gesagt, was passiert. Ja, wenn ich da halt reingucke in den Chart, ich habe hier so einen Sekundenchart noch auf einer anderen Show mitlaufen, also das sind am Ende 10 Sekunden gewesen, die das hier gewesen ist, ja, wenn ich da so reingucke. Gut, jetzt ziehen wir also relativ stark wieder von unten, also von daher aus dieser schrägen Trendlinie hier, aus dieser schrägen, die würde ich jetzt löschen und da würde ich jetzt die an neu anpassen. Ups. Und würde dann einen waagerechten Range-Bereich hier draus zwirbeln. Ja, also das hier auch nochmal anpassen. Wahrscheinlich dann hier so dieser Bereich. Die 80 wieder. Also ja, so kann man sich halt reich rechnen oder ja, von der 20 wieder hoch. Also das wäre jetzt der neue Unterstützungsbereich. Also wenn es jetzt von der 80, das wären 60, 120, 120 mal 2. Also wenn er jetzt die 80 wieder erreicht. Aber ich hätte jetzt hier kein Setup, kein wirkliches gehabt. Um jetzt zu sagen, ich gehe da lang. Da brauche auch ein Setup dazu. Also Stundenkerze hat sich am Ende, bis kurz vor der Stunde, das kann man auch mal anmachen, bis kurz vor Ende der, halt, was habe ich jetzt angemacht? So, 5 Minuten Kerze. Also man kann ja auch einstellen, vielleicht das noch zu den X-Frame. Also wenn man halt so rum, wenn man sich das einstellt, dann sieht man hier unten die Bars. So, wir haben jetzt hier einen 5-Minuten-Chart. Ja, wenn ich jetzt die Bars auf 12 stelle, 12 mal 5, was ist das? Eine Stunde. So, dann sieht man halt genau, wie ist jetzt hier der 5-Minuten-Chart oder die Stunde, also wie lief das ab? Ja, und dann sieht man halt, durch diesen Anstieg hier in der letzten 5-Minuten-Kerze ist dann doch der Docht, ja, der war ja hier, war ja der Docht fast weg. Ja, oder die Lunte vielmehr. Die Lunte war ja hier kurz, als der Markt im 5-Minuten-Chart hier unten stand, war ja die Lunte ganz klein gewesen, war ja dann nur noch aus dieser ersten 5-Minuten-Kerze. Ja. Und so kann man sich angucken, wie läuft der 5-Minuten-Chart in der Stunde.
Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt nur eine halbe Stunde haben, dann macht ihr hier eine 6 rein und dann sind das 6 mal 5. Ja. So auch im 10-Minuten-Chart, wenn ihr euch den anmacht, dann könnt ihr halt sagen, gut, 6 mal 10 Minuten ist auch eine Stunde, ja, dann sieht das halt so aus. Keine Ahnung, könnt ihr auch irgendwelche Grundzahlen nehmen, wie dann, was ihr für einen Chart auch immer ihr haben wollt. Ja. Genau, 15-Minuten-Chart ist bei mir dann typischerweise, jetzt ist hier 6 drin, normalerweise sollte es eigentlich speichern. 15, halb, also mal 4, ne, wären dann 60. Was hat er jetzt hier nicht gemacht? 4. So. Man könnte natürlich auch 2 einstellen. Ne? 2 ist dann eine halbe Stunde halt, ein Halbstundenchart. Sieht dann so aus. Da kann man sich einstellen, was man da möchte. Und der StairTrader speichert das auch. Das heißt, eigentlich sollte man, wenn man jetzt hier runter geht, ja, warum macht das nicht? Eigentlich sollte das speichern, muss man doch fragen. Also normalerweise ist es gespeichert. Doch, ist gespeichert. Achso, ich war noch mit der Zahl drin. Ja, ist das halt gespeichert hier. 5. 1 und 5. Wollt ihr einen 15-Minuten-Chart dahinter haben, wisst ihr jetzt auch, müsst ihr die 15 eintragen, weil dann habt ihr es. Hier wäre sogar Box-Setup 5 Minuten und 15-Minuten-Chart oder 1 Minuten und 5 Minuten. Was ist denn das hier? 1 Minuten und 15 Minuten. Ja, also. Auch hier die 15-Minuten-Kerze schließt oben. Neue Kerze, ja, könnte man auch nehmen. Ne? Neue 15-Minuten-Kerze startet, neues hoch. Und wäre auch hier, und da wäre das Ziel sogar ein bisschen runter auch gewesen. So. Ne? 15-Minuten-Chart. Die Lunte hier unten ist okay. Kann man ja auch machen. Kann man auf alle Fälle mal ausprobieren, wie das für einen passt. So. Gut. Ja, also hier in der Range habe ich jetzt aktuell nichts zu tun. Jetzt stehen wir hier in der Mitte. Wir haben nach oben 27 Punkte, nach unten 30 Punkte. 30, 30, klar, bei 60 Punkte Range hier. Ja, ich habe keine Idee jetzt gerade, ob der Markt jetzt nochmal hoch an die Range geht. Sieht zwar jetzt ganz gut aus. Aber da müsste ich jetzt wieder hier irgendwo reinspringen. Ja, gut. Ja, ich glaube, ich würde es bei den zwei Trades für heute belassen innerhalb dieser Trading Range. Ich würde für heute, also wie gesagt, wenn man sich den Stundenchart nochmal anschaut, ja, das ist die Entscheidung für heute, ob der Markt hier innerhalb dieser Range, die er sich ja auf breiter Ebene gebaut hat, wo will er da halt hin? Ja, wollen wir, nachdem der Markt die Mitte, ja, hier diese Mitte durchgelaufen hat, macht er jetzt hier diesen hier für heute oder bleiben wir jetzt hier im Stundenchart, sehen hier weiterhin tiefere Hochs, um dann halt dann doch nach unten durchzufallen. Darauf würde ich dann halt gucken. Also das wäre so meine Sichtweise für heute. Und das dann halt abzugleichen mit den darunterliegenden 1- oder 5-Minuten-Chart. Ja, zu wissen, also dieses Hoch hier, die 84, ist jetzt das Hoch auch der letzten Stunde. Und da wüsste man darüber, hätten wir dann im Stundenchart, würden wir das mal versuchen zu brechen. Und vielleicht könnte man da auch noch mal ein bisschen höher gehen. Ansonsten die Kerzen, ihr habt es ja hier auch gesehen, extrem stark überlappend halt. Ja, eine Stunde runter, eine Stunde hoch. Ja, von unten zieht es jetzt ganz gut. Ja, also da versucht doch der ein oder andere Wert jetzt nach oben wegzukommen. Google mit einem neuen Tageshoch oder Alphabet. Die Apple-Aktie liegt weiterhin hier am Boden, an der 170. Ja, die Microsoft versucht wieder nach oben und auch die Tesla macht sich hier drauf und dran. Mal gucken, ob die das Tief von gestern kaufen kann. Das wäre so ein bisschen so der Move für in Richtung Range hoch. Ja, und wenn da halt der Markt vorher abbricht, dann ist es so. Zum Beispiel hier, vielleicht nochmal, wir hatten ja heute das Thema jetzt zum Box-Setup gehabt. Zum Beispiel, wenn jetzt hier aus dieser Formation theoretisch, wir sagen mal, das wäre jetzt hier, würde jetzt dieses Box-Setup entstehen, dann würde ich das nicht nehmen, weil hier ist keine Box davor, sondern es ist halt eine lange Lunte. Ja, und das wäre dann halt nicht, also das kann trotzdem funktionieren, aber es würde jetzt nicht dazu passen, zu dem, wie ich das gerne handle. Muss man dann für sich dann ausprobieren. Ja, wenn der Markt von hier aus hier runterkommt, kann es trotzdem sein, dass dieser Box-Setup-Trade funktioniert, aber dadurch, dass davor die Kerze keine richtige Box ist, also eine lange Lunte hier in dem Fall hat, würde ich den Trade nicht machen und ja. Hat sich für mich zumindest so gezeigt, dass das etwas besser ist oder ein bisschen die Fehlerquote
nach unten senkt. Ja. Wo Box-Setups vielleicht, wenn wir jetzt auch schon mal dabei sind, wo Box-Setups auch nicht ganz so gut funktionieren, wäre jetzt zum Beispiel, oder ihr seht den Markt, machen wir nochmal weißes Blatt Papier hier, ihr seht den Markt, der konstant fällt, ja, so, und es kann halt sein, dass dann plötzlich wir eine rote Kerze bekommen, ja, so, und dann kann es durchaus sein, dass wir natürlich dann mit der neuen 5-Minuten-Kerze dann so eine Kerze hier sehen und dann, dass man dann sagt, okay, wir bekommen jetzt ein Box-Setup. Da würde ich dann darauf achten, dass ihr auf die eine Minute davor achtet. Also die Minutenkerze, wenn die Minutenkerze jetzt davor so aussieht, so, also das ist jetzt die Minute, dann würde ich darauf achten, wenn das wirklich ein starker Trend ist, achtet dann darauf, dass der Markt mindestens diese 1-Minuten-Kerze durchaus dann zurückerobern muss, weil es in einem starken Trend schon sein kann, dass der Markt halt nur bis da hoch geht, ein bisschen seitwärts eiert und dann wieder weiterfällt. Also in einem starken Trend kann das Box-Setup manchmal das Ende einer Bewegung ausmachen, aber es kann auch durchaus sein, dass es halt wirklich nur ein bisschen hoch geht und dann direkt runter. Also wenn dieses Framing im 1-Minuten-Chart nicht geknackt werden kann, dann auf alle Fälle aufpassen. Und dann scheitern auch einige Box-Setups in einem starken Trend schon. Ja. Also am besten funktionieren sie so wie hier, so einem Widerstandsbereich. Bei Ranges so ein bisschen funktioniert es ein bisschen besser. Ja. Vor allem, wenn Kerzen so 5 Minuten drüber schließen und dann danach wieder zurückkommen in die Range, so was wir heute jetzt hier gerade gesehen haben. Gut, ja, ansonsten, wie gesagt, ziemliches Hin- und Hergebammel. Da muss man sich dann entscheiden als Range-Trader, ob man da an der Range-Kante immer auf den Durchbruch geht oder dann eher auf die Range setzt. In der Mitte der Range ist es halt immer problematisch, weil der Markt dann nur mal beide Möglichkeiten halt hat, ja, hier in der Mitte der Trading Range sich zu entscheiden, okay, gehe ich hoch oder gehe ich runter. Ja, also da stehen halt beide Optionen offen. Von daher mache ich da eigentlich keinen Trade. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich auch eher ein Typ, der schon auch gerne mal auf so ein Breakout setzt. Das heißt also, wenn der Markt hier nochmal 2 Stunden so seitwärts eiert, dann bin ich schon auch eher der Typ, der dann hier den Ausbruch auf der Unterseite dann gerne hätte. Oder auf der Oberseite, das ist mir dann wurscht, welche Seite. Ja. Box hatte ab welche Zeiteinheit? Ich habe jetzt hier hauptsächlich, nutze ich eigentlich für mich nur 1- und 5-Minuten-Chart. Ich habe aber auch schon mal gemacht, oder nicht ich, es hat mir sogar jemand geschrieben, der handelt das auch 15-Minuten-Chart und Stunde oder 5-Minuten-Chart und Stunde. Ja, oder also da muss man halt für sich mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gezeigt, das wäre hier auch auf 15 Minuten und ja, 5 Minuten wäre wahrscheinlich jetzt nicht gut gekommen, aber 15 Minuten und Minute wäre hier auch gegangen. Also weil es halt genau ja hier zum 15-Minuten-Wechsel passiert ist, also weil es hier genau 45 war. Dann, also wenn es in 5 Minuten dann klappt es natürlich auch im 15-Minuten-Chart meistens, ne? Weil die Kerze, so wie jetzt hier in dem Fall, dann auch oben schließt. Ja. So, wenn jetzt der Markt hier über das Hoch dieser 1-Minuten-Kerze geht, das wäre nochmal so ein gerade so Nachzügler-Box-Setup. Ja, also wir haben hier ziemlich eine Box. Ja, und aber das würde ich jetzt auch nicht handeln. Hier wieder das Framing so langsam auch wieder abwärts gerichtet. Also mal gucken. Ich habe das immer hier noch verkapptes Box-Setup genommen, wenn das hier drüber gehen würde und der Markt dann hier die nächsten 2 Minuten so steigt, aber ja. Naja, man sollte sich auch in so einer Range natürlich jetzt nicht fertig machen. Und wie gesagt, in der Mitte der Range mag ich sowieso nicht handeln. Also da, das überlasse ich dann den anderen. Gut, ich denke, so ein bisschen habe ich heute nachgesessen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass ich da zu spät gekommen bin, aber bin zwar rechtzeitig losgefahren, aber wenn die Straße hier sperrt ist, weil andere Verkehrsteilnehmer nicht so gut Auto fahren können, dann kann ich nichts. Eigentlich wäre ich eine gute halbe Stunde früher da gewesen. Also locker eine halbe Stunde. Alright. Ja, zu den Trades habe ich ja mich eigentlich auch schon ausgelassen. Der eine war so gefühlt nicht gut, weil zu viel hin und her. Und nach 2, 3 Minuten kam nicht der Druck rein. Der hier, ja, der hätte ruhig gerne anstatt plus 6 Punkte waren es, auch gerne 20 Punkte sein dürfen. Aber manchmal im Nasdaq geht es halt sehr schnell. Und da muss man dann vielleicht öfters ansetzen. 80-20 hat funktioniert. Box-Setup hat auch funktioniert. Nur getradet habe ich es nicht.
Das ist sozusagen das, was ich mir halt vorwerfen muss. Aber ich hoffe, vielleicht habt ihr was gelernt, vielleicht Anregungen bekommen. Und vielleicht könnt ihr ja was mitnehmen, auch für die Zukunft. Und aber bitte dann immer erst sowas entweder demomäßig testen oder mit kleinster Size testen, ob sowas dann für einen funktioniert. Weil am Ende muss man halt gucken, die Trefferquote ist, wenn man jedes einzelne haargenaue Box-Setup tradet, ist die Trefferquote gar nicht so hoch. Wenn man es rein statistisch auswertet, hat mir auch mal jemand geschickt, ist es gar nicht so hoch, aber wenn man so ein bisschen sagt, okay, das sind so meine Kriterien und dann handelt man das und wie gesagt, auch nicht jedes Box-Setup, was ich handle, funktioniert. Ja, ich habe letzte Woche Dienstag hatte ich auch ein öffentliches Webinar gehabt, da war es auch so. Ich habe ein Box-Setup gehandelt im Webinar, hat nicht funktioniert. Das Webinar ist keine 10 Minuten aus, da kommt das nächste Box-Setup, ich handle das wie immer und es kommt. Warum ich heute hier gezögert habe, war halt, ja, naja, 20 Punkte Stop zu, ja, mal jetzt, ja, 20 Punkte Ziel. Ja, ich hätte es klicken sollen, wäre okay gewesen. Ich hätte es einfach klicken sollen. Also 67 oder 66 hätte ich klicken müssen. Ja, sagen wir so. Keine Ahnung, ob ich es bis ans Ziel gebracht hätte oder ob ich hier mit plus 2 rausgeflogen wäre. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon fast, wenn ich so 3 Minuten vorne bin, ja, dann geht der Stop auch BE. Gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie der Nasdaq heute hier weiterhin rumeiert. Die Grenzen sind ja jetzt mal gut gesetzt. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Webinar. Konntet was mitnehmen. Und es wird ja irgendwann wahrscheinlich dann auch online gestellt werden. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann im nächsten Monat wieder, glaube ich, oder? Wünsche euch schon mal frohe Ostern. Ja, am Und 17.04. sehen wir uns wieder. am 17., ja. 17, ja. Dann ist Ostern schon gelaufen, das stimmt. Genau. Ich habe hier gerade meinen Jahreskalender auf und da sehe ich das, dass ich jetzt nächste Woche nur noch da bin, dann bin ich ja im Urlaub. So schnell geht's. Naja. Ja, Wolfgang, du hast die letzten Worte. Ja, Und dann sage ich mal, wolltest du noch was sagen? nö. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Schon im Vorfeld. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass Sie was mitnehmen konnten und ja, viele erfolgreiche Trades. Bis demnächst. Alles Gute. Ciao.